Holy shit, bitte, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Also ehrlich, da fehlen mir fast die Worte, diese Sniper. Also das ist ja eigentlich eine DM, aber es ist egal, die ist so OP, aber erstmal eins nach dem anderen, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, was einfach nur unfassbar ist. Warum? Weil das letzte Video, ich weiß gar nicht, wie lange das hier ist, ganz im Ernst. Ich habe hin und wieder gestreamt, ja, also ihr wart ja, viele von euch waren ja immer mit dabei. Ich habe hin und wieder gestreamt, ich war nie komplett inaktiv. Aber ja, auch an der Streaming-Front muss ich wieder einiges tun. Aber ich dachte mir heute jetzt einfach mal, die neue Season ist da. Ich bin eigentlich ziemlich hyped, gerade mal noch Warfare zu spielen. Ich habe schon gut gegrindet, gut gelevelt. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir, machst du dreimal ein Video. Warum nicht ganz oldschool, ganz klassisch wie damals? Einfach ein Commentary. Wir haben ein bisschen labern zusammen. Ich glaube, vielleicht feiert ihr das ja auch mal wieder. Das ist eigentlich eine ganz nice Sache. Von daher herzlich willkommen auf der neuen Map. Hier, I don't even know, wie die heißt. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Map, muss ich tatsächlich sagen. Also, die meisten Maps in Modern Warfare, das war ja für mich mit der größten, das ist eigentlich das Schlimmste an dem ganzen Spiel, ja, die Maps. Ja, das ist mit die beste Map, finde ich. Also nein, die beste ist ein bisschen übertrieben, aber es ist eine spielbare Map und das ist schon was Seltenes. Von daher, herzlich willkommen auf dieser Schneemap. Ganz nice eigentlich. Und wir haben dabei die neue Sniper, die eigentlich eine DMR ist. Und ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt hier heißt im Game. Ich vergesse diesen Namen immer, der ist ein bisschen kompliziert. Ist aber auch egal. Es soll lieber darum gehen, was die drauf hat, die Waffe. Und wie man hier schon sieht, also die meldet komplett weg. Ich habe zwei nice Gameplays für euch ein bisschen zusammengeschnibbelt, dass wir uns hier entspannt was angucken können. Und ja, ein bisschen quatschen über Modern Warfare, auch über Cold War und über Gott und die Welt. Na, das ist immer so schön. Von daher, wenn ihr zu irgendwelchen Sachen ja noch was schreiben wollt, gerne in die Kommentare, da können wir uns super gerne noch unterhalten. Oder halt im nächsten Livestream oder so von mir. Das ist ja meistens dann der Platz, wo wir uns zusammen unterhalten können. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter durchziehen, dass wir da richtig viel streamen jetzt im Oktober, November. Ich meine, Cold War steht bevor und da bin ich schon hyped, wieder ordentlich loszulegen. Ich dachte mir einfach so hin und wieder zwischendurch nochmal ein frisches, entspanntes Video da reinzuschmeißen, ist auch eine gute Sache. Hier zum Beispiel jetzt einmal erstmal der Clip. Also mit der Waffe kann man richtig schön nach. Also schon, ja, eine geile Sache, definitiv. Ja, Modern Warfare geht leider zu Ende. Season 6, letzte Season. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Weiß das jemand von euch? Wird der Battle Pass irgendwie weitergeführt in Modern Warfare, wenn Cold War rauskommt? Ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ob der Season 7 oder so rauskommt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wäre auch irgendwie komisch. Auch wie die das mit Warzone machen, ist auch eine ganz interessante Sache. Ob Warzone, ob man in Modern Warfare noch die alte Map spielen kann, dann in Cold War die neue. Das sind solche Fragen, die müssen wir alle noch klären, ne? Es ist echt crazy, aber vielleicht sollten wir mal kurz über Cold War reden. Das passt gerade ganz gut, weil oh boy, ist das ein Gesamtpaket. Ich denke mal, wir werden da nochmal ein extra Video drüber machen oder so, wenn es kurz davor ist, aber was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja schon ziemlich insane. Ich meine, jetzt ist ja auch noch der Zombies-Trailer released worden vor ein paar Tagen und das ganze Gesamtpaket stimmt für mich so heftig. Die Kampagne sieht super interessant aus, die ist verknüpft mit dem Zombie-Modus, der so episch aussieht. Ich denke mal, da wird sich jeder drüber freuen, die ganze Zombies-Community, aber auch die Casual-Zombies-Player. Ich bin definitiv ein Casual-Zombies-Player. Ich werde mich richtig drüber erfreuen, weil ich einfach ein bisschen zu zahlen hier wieder mal, wenn ich keinen Bock noch Multiplayer habe oder so. Weil es ist ja jetzt auch so, dass die Progression geshared wird. Das bedeutet also, man kann in Zombies sozusagen sein Multiplayer-Level und auch seine Klassen hochleveln. Wie geil ist das denn bitte? Das gibt doch die Motivation, endlich mal vernünftig Zombies zu spielen. Also finde ich hammergeil. So, da haben wir Warzone wieder. Multiplayer sieht auch nice aus. Bin mal gespannt, wann die Beta jetzt endlich mal für den PC rauskommt. Nächste Woche geht's ja los für die PS4 nochmal, lol. Nachdem sie ja schon die Alpha hatten. Ich beneide euch. Ich meine, ich habe Cold War schon gespielt. Ich hatte Cold War an einem Abend schon an PS4 gespielt. Aber das ist ja kein Vergleich. Ich muss das natürlich mit Maus und Tastatur spielen, weil ansonsten bin ich ein kompletter No-Hand. Aber alles hat seine Zeit. Die Beta ist mir nicht ganz so wichtig, weil Progress wird eh nicht gespeichert. Da kann man auch abwarten noch. Ich meine, das Game kommt ja jetzt schon in anderthalb Monaten raus. Aber ich bin echt hyped, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr hyped zu dem Release von Cold War? Ich muss wirklich sagen, das könnte eines der besten CODs werden. Könnte. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, die noch schief laufen können. Es läuft immer was schief. Warten wir erstmal ab. Aber ich denke, man kann positiv gestimmt sein. Von daher, ja. Okay. Aber Modern Warfare, nicht okay. Ist die Frage. Also ich spiele jetzt wieder recht viel. Ich bin ja schon Level, was weiß ich, 110 oder so. Obwohl die Season erst ein paar Tage alt ist. Das hat sich ja gut reingegrindet gerade. Macht doch Spaß. Aber ja, keine Ahnung, das COD war nicht mehr als Durchschnitt für mich. Und viele gehen ja den drastischen Weg und sagen, okay, yo, das war so kacke.
Und aus dem Zusammenhang irgendwie weiß ich noch nicht, wie ich meine Gesamtmeinung über MW bilden soll. Ich denke, im Endeffekt hat es mir schon Spaß gemacht. Ich habe einige Spieltage, was weiß ich, 9 Spieltage oder so, habe ich schon zusammengesammelt. Das tue ich ja nicht, wenn ich das Spiel hasse. So. Erstmal ein schmackhaftes 87-Kill-Gameplay hier mit der schönen neuen Sniper. Das ist ein Name, ich immer noch nicht weiß. So, wir springen jetzt gleich nochmal in die nächste Map. In San Pedro Guard ist das, glaube ich. Auch eine Map, die, ja, die wird in der Vergessenheit versinken, nachdem das Spiel nicht mehr aktuell ist. Das kann ich euch garantieren. Ganz kacke ist die Map nicht. Es gibt schlechtere Maps, so. Aber die Maps haben keinen Wiedererkennungswert und die sind einfach so komplett aufgestreut und, und die lieben das ja. Ich habe echt das Gefühl, dass Infinity Ward liebt das, diese Maps zu designen. Die wollen das so. Ich bin davon fest überzeugt und das ist ja irgendwie das Komische an der ganzen Geschichte. Was die Community will, sind einfach diese ganz klassischen, meine Güte, Three-Way-Maps, so, wo man 3 Wege hat und dann kann man nicht weggecampt werden. Das ist natürlich viel besser und das wird auch in Cold War wiederkommen, das kann ich euch garantieren. Und das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Weil mit guten Maps oder schlechten Maps steht und fällt ein Call of Duty. Das ist ganz wichtig, das ist die Grundlage. So, und das Feeling in Modern Warfare, das war ja eigentlich ziemlich nice. Also ich denke, da sind wir uns alle einig. Das Gun-Feeling, die Atmosphäre, selbst die Grafik, das hat eigentlich alles gepackt, passt mit Modern Warfare, aber ja, die Maps haben es echt ein bisschen kaputt gemacht. Naja, wie ihm auch sei. Ich spiele es noch bis zum Ende, denke ich. Ich spiele die Season nochmal durch. Diese Officer Challenges zum Beispiel, die habe ich auch gerne gemacht, muss ich sagen. Habe ich in 3 Seasons oder 4 Seasons jetzt mit Season 6 dann, werde ich die komplett durchgegrindet haben. So. Das hat mir dann Spaß gemacht, aber definitiv, und das ist noch ein wichtiger Punkt, was ganz, ganz wichtig wird mir für Cold War. Das wird so wichtig. Diese Share Progression hatte ich ja eben schon angesprochen, aber jetzt wird es interessant, ob wir Prestige-System wieder bekommen oder was Vergleichbares, was Geiles. So. Weil das Leveling-System, das Progression-System hier in Modern Warfare war auch unter aller Sau. Stimmt, das nicht nur die Maps, das war, fand ich fast schlimmer, muss ich sagen. Dass man einfach, man hat pro Season bis Level 155 gelevelt und dann war Feierabend. Das war so bescheuert. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Was soll denn das? Du begrenzt ja quasi den Spaß, den man haben darf. Ich verstehe das nicht. Das müssen die unbedingt ändern. Wenn das wiederkommt, dann wird das ein großes Fragezeichen in meinem Kopf, weil das können die nicht mehr bringen. Damit beschränken die ja echt, wie viel Spaß die Leute haben. Das mag keiner. Ich habe noch keinen gesehen, der sich gesagt hat, boah, das neue Leveling-System, das ist ja geil. Habe ich noch nicht eine Person sagen hören. Unfassbar eigentlich. Also ich hoffe mal, dass die davon schnell weggehen. Also ob Prestige wiederkommt, bin ich mir gar nicht so sicher, aber vielleicht, ich habe Vertrauen in Treyarch. Die achten, glaube ich, auf sowas. Und aus der Hinsicht her bin ich da noch positiv gestimmt, aber vielleicht haben die ja sich noch was Neues überlegt, was richtig nice ist, was Level angeht. So, keine Ahnung, so von wegen bis Level unendlich oder so, oder mit so Rahmen, wie in so Overwatch bekannt ist. So. Das sind ja alles interessante Konzepte, die alles realisiert werden können. Und das ist ja alles mit Warzone verknüpft und mit allem drum und dran. Ich bin mal gespannt, wie das alles sein wird. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir dann nähere Informationen zu haben. Aber warten wir einfach ab und trinken Tee, ne? So ist das, glaube ich. Genau, also jetzt, ich glaube, die Entwickler ist jetzt auch alles noch egal, wie OP dieses Sniper ist, dass die man jetzt hier dann bam, einfach so, Digga, das ist so krank. Ist schon heftig, muss man einfach sagen. Und ich habe gehört, die habe ich bis jetzt noch nicht freigespielt, so ein Maniac war ich noch nicht, aber auf Level 30 gibt es ja noch ein neues Sturmgewehr. Amax oder wie heißt die? Ist hier das? Ich weiß nicht. Ist das eine andere AVP? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. I don't even know. Auf jeden Fall, die soll ja auch richtig übertrieben stark sein, habe ich ein Video gesehen, das war holy shit, ey. Ich habe die bald freigespielt, vielleicht mache ich darüber auch nochmal ein Video, wenn ich Bock habe. Weil die Waffe ist schon so insane, ich will gar nicht wissen, wie die Sturmgewehr da noch ist, weil das sieht aus, als wenn das so krank droppt, das Teil. Aber naja, warten wir erstmal ab. Boah, jetzt ist das Gameplay schon fast vorbei, aber wir genießen nochmal diese schöne Waffe. Ey Leute, ohne Scheiß, das geht doch echt nur mit so einer heftigen Sniper. Keine Ahnung, das ist so FAL und Sniper in einem. So, das ist sehr auf One-Shot, das gefällt mir sehr gut, aber handelbar ist. Also ich habe das noch nicht mal voll gespielt, noch nicht mal alle Aufsätze für die Waffe frei, aber die ist schon echt komplett okay. Naja, ihr könnt ja mal eure ganze Meinung zu meinen ganzen Themen jetzt irgendwie mitteilen, wenn ihr Bock habt. Ansonsten warte ich bis zum nächsten Livestream und dann quasi ich da nochmal voll. Sehr, sehr gerne, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall, falls ihr jetzt schon mal was loswerden wollt, sehr gerne ab in die Kommentare. Was ist eure Meinung zu MW? Wie fandet ihr das Game? Wie findet ihr Cold War bis jetzt? Meint ihr, das kann was? Meint ihr nicht? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind diese Waffen OP. Das ist komplett crazy. Und ich habe Bock, die Waffen weiter in einem Stream auszuprobieren. Wie gesagt, ich streame es wieder häufiger. Ich will keine Versprechen mehr machen, wann und wo und wie was. Besonders auch mit den Videos. Eigentlich sind ja Weihnachtsvideos kommen wieder. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Aber alles andere müssen wir gucken. So Leute, das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.